Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir müssen hier nach oben, um uns einen besseren Überblick zu verschaffen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal gleich. Ich habe jetzt einfach ein bisschen was vom Anti-Aliasing runtergehaut, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Man merkt es auch schon ein bisschen, finde ich. Ich frage mich gerade bloß, wo ich hier hochkomme. Jo, hier geht's. Sehr nice. So. Okay, nicht ganz hoch. Es ist ein bisschen anders als bei Assassin's Creed 3 damals, ne? So, hier ist der Synchronisationspunkt. E synchronisieren. Haben wir ja schon gemacht, aber machen wir es. Also nicht hier, sondern das haben wir ja gemacht, als wir noch auf der Insel waren, ganz am Anfang. Ich würde sagen, wir synchronisieren mal. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! Guter Gott, was soll ich tun? Erstmal hier rein. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Oh oh, den müssen wir schnell bekommen. Der ist schnell, der Busch. Gleich hab ich dich, du Hundsfott. Komm schon. Nicht mehr lange. Komm schon, ich krieg dich. Ich will dich nicht in den Hafen jagen. Jetzt habe ich ihn. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Das war nicht sehr gut von ihm. Und jetzt werde ich den mal plündern und seine Beute mir schnappen. So. Und los geht's. Wo muss ich jetzt hin? Steve Bonnet treffen. Wo ist er denn? Beim grünen Punkt. Ah, okay. Gehen wir mal über die Dächer, würde ich sagen, ein bisschen. Yeah, das sieht doch gut aus. So. Heute gibt es dann nicht so eine lange Folge wie beim letzten Mal, weil heute haben wir ja die zweite Folge und die erste ging ja 48 Minuten. Ich glaube, das hat gereicht. Und deswegen gibt es heute wieder ganz normal 15 Minuten, 20 Minuten, ich weiß nicht genau. Oh. Okay, passt. Danke! Bei Zeus, ihr lebt noch! Natürlich lebe ich, der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Ah, wir sind am Ziel. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Hoi, Schlingel. Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Ich hab ihn gewarnt. Leute, da habt ihr eine Abreibung. Ich geb dir einen. Falschen angelegt. Na kommt, Leute. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen. So. Jetzt da. Zack. Und down.
greift noch nicht richtig an. Gestern. Sehr nice. Und mach ihn fertig. Yeah. Läuft. Boah. Der hat das sogar umgebracht, oder? Nee, doch nicht. Ich hol dich ein! Perro Inglés! Rauchbombe. Wählen Sie die Rauchbombe mit 6 aus und drücken Sie F, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen Ihre Gegner für einen Augenblick kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Also, machen wir das mal. Und weg. Lo tengo a tiro. Puedo disparar. Puedo darle. Por favor, por favor. Listo para disparar. No lo perdáis ahora. Klettert die auch hoch? Ups. No, aber wir müssen am besten ein bisschen weiter. Ich finde das Piraten-Setting übrigens sehr geil. Viele haben es ja bemängelt. Aber mir gefällt es eigentlich schon ganz gut. Yeah. Aus dem Gebiet entkommen und verstecken. Haha, yeah, sehr geil. Zack, 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 zack. Irgendwo ein Heuhaufen wäre gut. Hm. Aber so könnt ihr wenigstens noch ein bisschen was von der Stadt sehen. Ich hier auch. Ich spiele ja heute auch erst zum zweiten Mal. Zweite Session, zweiter Tag. Heute, wo ihr das seht, habe ich das auch aufgenommen. So. Wie entkomme ich denn jetzt am besten? Ja, hier rein bringt eigentlich nicht viel. Na gut, ich hängen bleiben. So, hier rein. Fuck. Schnell. Hoch. Nein. Hoch. Schnell. Geht's da hoch? Nein. Jetzt geh doch endlich da hoch. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Alter. Schnell. Schnell. Nein. Da runter. Und jetzt da rein. Verstecken. Man kann sich ja im Brunnen auch verstecken. Yeah, Mission beendet. Optional zieht ihr den Taschendieb Rammen mit Hilfe von Raubbohnen in Kampf entkommen. Das haben wir geschafft. 90% haben wir geschafft. Geben Sie uns unser Feedback. Wie geht es? Ich würde euch ja gerne Feedback geben. Details ansehen. Kann ich jetzt noch Feedback geben. Ah. Hier geht es, okay. Hab mir da... Ach, bleib mir mal ein bisschen gescheitend. Gefällt mir. Ja, hat mir gut gefallen. Aber vielleicht kommen ja noch bessere Sachen, die können wir dann mit sehr gut bewerten. Mal schauen. Jo, und setzen wir das Ganze fort. Yeah, sehr geil. Was? Alter. Hoch jetzt mit dir. Unglaublich, ey. Alter, das gibt's nicht. Manchmal regt's mich echt auf. Wie lange die brauchen manchmal. Unglaublich. Hm.
So, ich bin entkommen. Wo ist dieser schöne Schatz, den ich hier gerade ausgemacht habe? Der würde mich ja reizen. Hier im Hinterhof. Bin direkt drauf gelandet. Yeah, 120 Real. Wir haben jetzt wie viel insgesamt? 2306, okay. Wir brauchen das Geld wahrscheinlich später sehr enorm. Brauchen wir in solchen Spielen eigentlich grundsätzlich. Hey, warte! Komm! Boah. Wo sind denn hier Gegner? Hier. Wie macht man denn diesen scheiß Todessprung in dem? Geht der überhaupt noch so wie früher? Ich hab keine Ahnung. Ja, geht noch so. Aber der war nicht blöd. So, ich muss eine Waffe ausrüsten. Und zwar, die Schwerter haben wir auf 1. Nein. Ah. Okay. Auf 3. Oh, das sieht cool aus. Da gehen wir mal. Da klettern wir mal hoch. Würde ich sagen. Brauchen wir ja gerade nicht die Waffen. Alter, das sieht schon geil aus, das Gebäude. Und die Grafik ist natürlich auch überragend. Habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Aber ich wiederhole mich da gerne. Solche Spiele verdienen es, gelobt zu werden. Und ja, ich kann es gleich sagen, für Leute, die nur Hauptstory sehen, ihr seid ja falsch. Hier wird es auch viele Nebenmissionen geben. Ich will möglichst viel vom Spiel mitnehmen und spiele es sehr ausführlich. Sehr, sehr, sehr ausführlich. So, wahrscheinlich hier drauf, oder? Nicht direkt auf dem Kreuz? Ja. Yeah. Schauen wir uns das mal manuell ein bisschen an. Ja, sieht sehr geil aus. Und jetzt synchronisieren. Jo, das sah doch gut aus. Und einen schönen Todessprung in den Heuhaufen. Und ah, hier sind Wachen. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Warum hat er denn nicht umgebracht, richtig? Hä, das check ich jetzt nicht. Na gut. Gib mir dein Geld. Die sind jetzt keine richtige Gefahr eigentlich für mich. So. Ich muss mich ja noch ein bisschen hier üben, deshalb greife ich die auch gerne an. Genau. Plündern ein bisschen. Lohnt sich ja auch. Muss ich mir wieder angewöhnen, habe ich mir nämlich abgewöhnt im Dreier, weil ich es nicht mehr nötig hatte. Ich hatte richtig viel Geld. Aber jetzt haben wir ja wieder Geld nötig, damit wir uns Ausrüstung kaufen können und falls wir wieder ein Schiff bekommen, dass wir das dann auch aufmöbeln. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir ein Schiff bekommen, weil wir haben ja hier Piraten-Setting. So. Und natürlich weiß ich auch, dass wir ein Schiff bekommen. Ich bin ja nicht ganz doof. Ich habe mich informiert und ich schaue auch schön fleißig ein Let's Play, dessen Namen ich nicht nennen werde. Saraza. 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 Alter. Wie geil. Das sah schon sehr geil aus. Einfach nur ein bisschen unruhiger stiften. Ich mache das ja ganz gerne ab und zu. Yeah. Der kann richtig gut mit dem Säbel umgehen. Merkt man schon. Yeah. So, plündern nicht vergessen. So. Und dann schauen wir mal auf die Karte. Ich habe mir die Steuerung ein bisschen angepasst, dass ich die gleiche ungefähr habe wie im Dreier. Ganz ging das nicht, weil
ein bisschen was sich geändert hat. In der Zusammensetzung auch. So, wir haben eine Abstergo-Herausforderung gewonnen. Ich weiß, ich bin gemein. Macht man ja nicht, was ich hier treibe, aber wir brauchen das Geld. Wir waren jung, wir brauchten das Geld. Und schauen wir mal auf die Karte, die hier übrigens sehr geil gestaltet ist. Und ich würde sagen, wir holen uns die Truhe. Haben wir eigentlich schon... Nix da. Nein, ich flüchte jetzt nicht. Ich gehe jetzt schön mal weiter zu unserer Truhe, die sich ja offensichtlich hier hinten befindet. Jo, genau drauf gelandet. Sehr schön. Ah, diese Dinger gibt es auch noch, wo man durch so Häuser laufen kann. Natürlich nicht so gestörre, wie ich da jetzt drüber gerannt bin. Aber es ist noch vorhanden. So, was haben wir? Was sind das hier? Tänzerinnen. Sollen wir uns das mal anschauen? Ups. Ah, ja, genau. Aber man macht das entweder mit Enter oder mit rechter Maustaste. Okay. Schauen wir mal, was man mit Tänzerinnen machen kann. Anheuern. Ach nee, das lassen wir mal. Können wir mal später machen. Aber im Moment brauchen wir das Geld noch für wichtigere Dinge. Was? Es gibt wichtigere Sachen als Tänze? Ja, tatsächlich, mein kleiner perverser Zuschauer. Nee, ich will hier keinen beleidigen. Ich bin ja selber nicht besser. Obwohl, das habe ich nie gesagt. Gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, die Truhe ist hier oben, nämlich. Und nein, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Schnell, da fehlt so eine Seite. Wo ist diese scheiß Seite hin? Idiota. Deine Mutter ist ein Idiota, dass er dich bekommen hat. Und die, wo das Assassin's Creed 3 Let's Play von mir gesehen haben, wissen noch, dass man bei diesen Spannseilen hier richtig geile Fallen immer bauen konnte. Das war ja schon immer ziemlich cool. So. Und natürlich auch was ganz Wichtiges sind die Aussichtspunkte. Können wir nicht noch mehr zoomen? Nein, geht gar nicht. Aber wir können richtig weit rauszoomen. Hier sieht man jetzt mal das ganze Gebiet. Also wir haben hier schon eine nette große Karte. Da kann sich, glaube ich, keiner beschweren. Ne, wo sind wir eigentlich? Hier sind wir. Sehr geil, okay. Dann gehen wir jetzt mal hierher. Aussichtspunkt. Nicht synchronisiert. Was ist da los? Ist es bei der Burg hier vielleicht? Schön abgerollt. Gibt's noch Taschendiebstahl? Ja, gibt's noch. Hat es gerade bloß nicht funktioniert. Und meistens lohnt sich's auch gar nicht. Gibt nur Ärger meistens. So, hier hoch. In diesem Rohr vielleicht. Jetzt da. Sehr schön. Und jetzt schön an den Fensterchen hoch. Und dann können wir das gut bewerkstelligen. Oh, gefällt mir echt sehr gutes Setting. Ich kann Ubisoft gar nicht genug danken für dieses geile Spiel. Bin echt sehr begeistert. Ich weiß, wir sind schon viel zu hoch wieder mal. Ich will ja natürlich auch nicht runterfliegen, das wäre ja bitter. So, ganz vorsichtig und synchronisieren. Sehr schön. Oh. Bitter. Kommt auch normale Bürger her? Nope. 5 Aussichtspunkte haben wir jetzt.
Ich würde sagen, einen machen wir in der Folge noch. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge vielleicht schon wieder zur Hauptmission. Mal schauen. Ich denke mal schon. Entschuldigung, der Herr. Ach, hier sind auch so viele Kisten immer auf dem Weg. Kann ich gar nicht alles sammeln hier im Let's Play. Wohl. Aber schon ziemlich viele. Jetzt laufen wir genau. Jetzt kommt eine direkt vor uns. Ja, ja, die holen wir uns auf jeden Fall. Das wäre ja schön doof. Ja. Oh. Ruhe. Kommt da noch jemand? So, jetzt machen wir mal die Truhe hier auf. So. Ah, Verteidigung durchbrechen. Ist das nicht mehr Leertaste, sondern rechte Maustaste. Okay. Muss ich mich erst umgewöhnen. Und jetzt aber. Gib mir dein Gold. 169. Das sieht doch gut aus. Und hier geht's schon weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Ich glaube, ich muss hier rum. Yeah. Das sieht doch gut aus. Und ich wiederhole mich zum Glück auch nie. So. Weiter, weiter, weiter. Einmal weiter nach oben. Sind wir hier tatsächlich jetzt ganz oben beim Aussichtspunkt? Nein, natürlich nicht. So, hier. Finde ich eigentlich komisch, warum die das gemacht haben. Weil dieser Vorsprung gibt ja eigentlich gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ist auch eine sehr coole Musik, finde ich. Und hat dann natürlich immer die Krönung, der Todessprung. So, und ich würde sagen, wir haben jetzt wieder gute 20 Minuten, wenn nicht noch ein bisschen mehr. 21, 22, keine Ahnung. Auf jeden Fall reicht das für eine Folge nach einer 48-Minuten-Folge. Und ich würde sagen, wir... sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Assassin's Creed 4. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao und bis zum nächsten Mal. Haut rein.